Zum 1. Mai erwachte die Natur in der Oberlausitz. Im Grunde ein ganz normaler Vorgang, wäre da nicht eine lange verregnete Periode vorangegangen. Endlich und ziemlich schnell und spektakulär erwachte dann der Frühling. Dazu Farben, Duft und Natur, die sogar die Borkenkäfer Schadgebiete überstrahlt. Bunte Natur, was ist die Botschaft? Die Botschaft ist einfach, durch viel Wasser noch mehr Natur und die Farben spektakulär. Gleichzeitig möchte ich die schönen Bilder benutzen, um endlich mal Danke zu sagen, dass du mir deine Zeit und Aufmerksamkeit schenkst, mit mir die gemeinsam die Oberlausitz anschaust und mit deinem Abo und weiteren Empfehlungen den Kanal für die Oberlausitz noch mehr bekannt machst und dass wiederum andere dadurch überzeugt werden, der Oberlausitz einen Besuch abzustatten. Danke für das ganze positive Feedback und die Kommentare. Auch bin ich dankbar für kritische Anmerkungen, die mir die Möglichkeit geben, immer noch besser zu werden. Besonders sage ich Danke für die zahlreichen Helfer, die mit professioneller Technik und Fachwissen für eine gute Qualität natürlich und die ganzen Botschaften sorgen. Danke an Mitwirkende für eure Zeit, die ihr mir kostenlos zur Verfügung stellt. Ich sage Danke für die gesamte Region Oberlausitz, über die es noch so, so viel zu zeigen und zu erzählen gibt. Es gibt noch viel zu tun. Also, packen wir es an. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und zum Dank für alles schöne Bilder mit einer starken Botschaft. Dein Oberland TV, Frank.